Südcampus Bad Homburg. So funktioniert Bauen in Zukunft. Für komplexe Großprojekte arbeiten Bauherrschaft und Bauunternehmen partnerschaftlich zusammen. Der Vorteil bei diesem Ansatz: er ermutigt alle Beteiligten, eigenverantwortlich die beste Lösung für den Gesamtprojekterfolg zu finden und belohnt Initiativen. Mit dem Südcampus errichtet Implenia in 3 Jahren auf 44.000 Quadratmeter schlüsselfertig ein Wohnquartier mit 27 Mehrfamilienhäusern, 538 Wohnungen, 40.000 Quadratmeter Wohnfläche, 7 Tiefgaragen, einer Kita und den zugehörigen Außenanlagen. In einem komplexen Großprojekt mit so vielen beteiligten Unternehmen und Menschen zeitgleich auf der Baustelle steht Sicherheit ganz prominent auf der Tagesordnung. Subunternehmer müssen in die Sicherheitsthemen mit einbezogen und unterstützt werden. Auch beim Thema Sicherheit gilt: Implenia entwickelt Lösungen. So verhindern wir kritische Situationen, noch ehe sie sich ergeben. Verletzungen durch herunterfallende Steine lassen sich verhindern. Ich habe diesen Holzwinkel entwickelt. Er fasst alle Mauerwerksöffnungen vertikal ein, steift sie nach hinten zur Decke aus. So reduzieren wir ein Stück weit die Gefahr von Verletzungen durch herabfallende Mauerwerkswände. Eine weitere Neuentwicklung stammt von Janitz Knaflitsch. Bei Schächten ist die Absturzsicherung zentral. Zu diesem Zweck wurde ein kompaktes Bauteil aus Holz entwickelt. Die Konstruktion von Janitz wird als gesamtes Element im Rohbau durch einen Holzkeil verspreizt. Somit ist eine Verdübelung mit dem Rohbau nicht notwendig. Das Absturzsicherungselement kann während des Ausbaus flexibel eingebaut werden. In der Höhe, wie zum Beispiel Estricharbeiten, aber auch in der Tiefe, zum Beispiel Putzarbeiten. Damit stellen wir sicher, dass alle 3 Geländerebenen jederzeit vorhanden sind. Und ein weiterer Bonus: das Element verursacht keine Mehrkosten. 2 neue Sicherheitsmaßnahmen wurden von Implenia-Mitarbeitenden entwickelt. Beide verbessern den Arbeitsschutz auf Baustellen maßgeblich, beginnend beim Rohbau bis hin zum späteren Ausbau. Das Besondere daran: in beiden Fällen gibt es auf dem Markt keine vergleichbaren Produkte. Das zahlt sich aus. Indem wir innovative, neue Lösungen entwickeln, gelingt es uns, so Unfälle zu verhindern.